Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Alles wird grün, jetzt auch das Kerosin. Dranbleiben. Ja, Axel, grüner Wasserstoff, grüner Treibstoff, alles ist grün. Und jetzt wollen die Flugzeuge mit grünem Kerosin fliegen. Und das soll auch noch in Deutschland hergestellt werden. Ich bin ganz beeindruckt. Wie geht das? Ja. Also ich meine, wie geht das? Kostet, das steht leider, die Information liegt uns nicht vor, aber ich kann mir vorstellen, das kostet richtig viel Geld. Und zwar soll in Bayern in Zukunft 50.000 Tonnen pro Jahr Kerosin hergestellt werden, mit Hilfe von CO2-neutraler Energie. Also da sollen wohl die Windräder drehen oder die Sonnenenergie dazu genutzt werden. Und man will Kerosin CO2-neutral herstellen. Ambitioniertes Ziel. Was kann man mit den 50.000 Tonnen machen? Man hat ausgerechnet, rund eine halbe Million Passagiere 3.000 Kilometer weit fliegen. Das ist ja schon mal was. Das ist ordentlich. Ne? Und halbe Million. Wenn das funktioniert, alle Achtung, wenn es aber auch bezahlbar bleibt, noch mehr. Also da sind wir jetzt gespannt, was macht man daraus? Die Idee ist gut. Ja, aber das zahlst du und ich, wenn wir nach Spanien fliegen mit dem Flugticket. Da kann ich dir aber was ja ganz interessant ist, ich weiß aus sicherer Quelle, aus meiner Familie, da gibt es nämlich Leute, die sind bei einer namhaften Fluggesellschaft beschäftigt, dass ein Flugzeug im Landeanflug auf Hamburg, das gibt bestimmt auch andere Städte, wo es so ist, auch gerne mal viele, viele hundert Liter Kerosin ablässt. Ja. Einfach ablässt. Ich meine, damit sie leichter werden. Richtig. Was ich eigentlich nie glauben konnte, aber es wurde mir aus sicherer Quelle bestätigt. Aber nun ist es ja nicht so schlimm, es ist ja jetzt CO2-neutral und grün. Ja. Kannst du trinken. Aber wie ist das eigentlich? Deswegen hast du manchmal so Placken auf dem Auto? Ich weiß es oder auch nicht. Verschwindet das? Ja, das verschwindet. Sozusagen, wenn du das also wenn du auch aus dem Flugzeug pinkeln würdest, würde ja unten auch nichts ankommen. Das geht ja dann so in die Atmosphäre über. Und bei Kerosin, denke ich, wenn das jetzt 1000 Liter sind, Also ich glaube, wir haben jetzt noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Axel aus dem Flugzeug, ist okay. Habe ich noch nie gemacht. Vielleicht machen wir mal einen Probeflug. Ja, oder einen Außendreh. Nee, aber es ist so, vielleicht, also grünes Kerosin ist toll. Ja. Für mich als Laie erklärt es sich aber nicht, dass man Kerosin, ob nun grün oder nicht, ablässt. Es muss doch andere Möglichkeiten geben. Ja, das geht wohl nicht, weil die Flugzeuge so gebaut sind, wenn sie voll getankt sind und aufkommen und dann brechen sie wohl auseinander. Das ist bei dem einen oder anderen Flugzeug so. Neulich hat mal einer einen Transatlantikflug abbrechen müssen. Der musste dann so lange durch Deutschland kreisen, bis die Dinger leer waren. Ja. Und wenn dann irgendwann sitzt du in so einem Flieger und weißt, du kommst eh nicht an nach Amerika, aber du fliegst noch 4 Stunden über Deutschland, dann sagst du auch, lass mal ein bisschen ab, aber ich will raus hier aus der Bude. Bisschen langweilig. Ja, das ist nichts. Also Kerosin ist grün, kommt aus Deutschland demnächst und wird hoffentlich nicht mehr abgelassen. Bis dahin, allzeit gute Fahrt. Da in Niendorf, Einflugschneise, da plattert das dann manchmal.